Also der Grundgedanke der Professoren ist so, dass wir mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege anfangen. Und das würde bedeuten, dass mein Hausarzt nach einem komplizierten Rechnungsschlüssel dann am meisten Geldausschüttungen für mich bekommt, wenn er mir mit spaßmachenden Gesundheitskursen, Ernährungskursen, Sport- und Bewegungskursen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Eventuell kauft er von der Pharmaindustrie, mietet er den Comedian, wo die Pharmaindustrie quasi einen gefragten Comedian mit dem Gesundheitscomedian-Kurse entwickelt hat, ja. Und da, wo dann auch der Letzte gern hingeht, nicht weil er sich für Gesundheit interessiert, weil er den Comedian gern mal sehen könnte, möchte, weil er so berühmt ist. Und dann gehen die Leute hin und erfahren immer was über gesunderes Leben und so weiter. Und wenn ich dadurch nie krank werde, kriegt mein Hausarzt die meiste Ausschüttung. Und so ähnlich auch der Lebensmittelhändler, der dann auch quasi verstanden wird wie so eine Art Teil des Gesundheitswesens, ne? So, wie klingt das für Sie? Also ich finde das durchaus den richtigen Ansatz. Die Ärzte sollten dafür belohnt werden für eine Steigerung der Gesundheit und nicht für Behandlung von Krankheit mit Produkten der Pharmaindustrie, die dazu führen, dass um größere Gewinne zu erzeugen, mehr Pharmaprodukte an den Mann gebracht werden. Und meistens ist es meines Erachtens sowieso ein Placebo-Effekt, der zur Heilung beiträgt. Ne? Das heißt also, bis jetzt ist das System so, dass es darauf aufbaut, die Leute krank zu halten, um möglichst viel Geld von ihnen zu verdienen. Aber das System sollte meines Erachtens umgedreht werden, dass die Belohnung sozusagen oder der Gewinn oder das Gehalt der Ärzte sich daran orientiert, dass sie für gute Gesundheitsdaten ihrer Patienten halt ihre Bezahlung erhalten von den Krankenkassen. Genau, also Belohnungsausschüttungen. Für jeden Monat, den ich gesund bin, für jedes Jahr, dass ich gesund bin, fließt regelmäßig Belohnungsgeld an meinen Hausarzt, sodass er immer interessiert ist, präventiv, bevor ich überhaupt krank werde, mir schon so viel Spaß machen, das anzubieten, dass ich gerne dahin komme und gerne Neues erfahre. Er nimmt mir vielleicht auch regelmäßig Blut ab für Vitamin D3 und B12-Untersuchungen oder ähnliche Dinge, was sie ja heute beim Hausarzt manchmal gar nicht hinkriegen, weil das ja viel zu präventiv ist sozusagen für den. Und Prävention und das jetzt dann gibt es noch 20 weitere Reformen. Das heißt, wir würden in allen gesellschaftlichen Bereichen immer das Gute belohnen und die Irrtümer, die vielleicht zu schädlichem Handeln führen, nicht mehr belohnen wie früher. Ja? Und das geht dann sogar bis hin zur Waffenindustrie. Zur Waffenindustrie, ja gut, das ist natürlich ein... Sag doch erstmal den Ansatz der Professoren, das ist natürlich ein ganz schwieriges Gebiet, aber im Prinzip ist es ja so, immer wenn irgendwo ein Krieg entsteht, belohnen wir quasi für das Sterben der Menschen, belohnen wir belohnen wir die Waffenindustrie, ja? Und dieses Belohnen der Waffenindustrie, das muss aufhören, denn die Evolution, die Analyse der Evolution der Menschheit hat ergeben, dass er nicht wie der Schimpanse, der bestimmt Gene hat für Aggression und für Angriff und Krieg, ja. Beim Schimpansen finden wir garantiert solche Gene, da haben wir viele Hinweise für, aber nicht beim Menschen. Der Mensch scheint eher da genetisch ähnlicher dem Bonobo, Panpaniscus Bonobo zu sein, also eher fähig sein zu Frieden und Kooperation als Wettbewerbsvorteil in der Evolution. Und im Prinzip muss es so sein, dass die Regierung bei der Reform sagt, liebe deutsche Waffenindustrie, Ihre Aktionäre bekommen weiterhin ihre Dividenden dann, wenn im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen weltweit um 5% zurückgegangen ist, weniger geworden ist. Und sie kriegen in Zukunft nicht mehr einzelne Panzer bezahlt, sondern sie entwickeln zum Beispiel sowas wie einen Raketenabwehrriegel, so kleine Raketen, die nur in der Lage sind, anfliegende Raketen oder Angriffe abzufangen, aber mehr nicht. Und die werden
so tief im Boden verankert, dass sie nicht mehr ausgebaut werden können und zu Angriffsaktionen verwendet werden können. Außerdem sind die Raketen so, haben so eine geringe Schlagkraft, ja, dass man damit überhaupt keinen Angriff tätigen könnte. Ja. Also und solch eine Defensivrüstung würde der ganzen Welt zeigen, Deutschland ist jetzt friedlich geworden. Wir wehren uns, aber wir greifen nicht mehr an. Und wir ziehen auch alle unsere Truppen von Auslandsansätzen zurück. Wir haben keine Panzer, wir haben keine Angriffswerkzeuge mehr. Und dann kann Russland sagen, ja, dann fahre ich meine Truppen ein bisschen zurück und fahre auch runter und so weiter. Und dann haben wir so ein Vorbild für Abrüstung in der Welt. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann dazu, dass wir irgendwann alles abbauen können. Also meines Erachtens sollte man tatsächlich Friedenseinsätze beim Wort so nehmen, wie es eigentlich gedacht ist. Dass man sozusagen die Gelder jetzt, ne, der Etat ist ja jetzt wieder verdoppelt worden, der Militäretat, aber dass man ihn dafür einsetzt, dass vielleicht die Soldaten in die Regionen reingehen, wo eben und beim Aufbau mithelfen, Strukturen zu schaffen, landwirtschaftliche Strukturen mithelfen zu schaffen, die eben halt von der Bevölkerung dort kontrolliert werden, dass sie eigentlich mit dabei beim Aufbau helfen. Und wir haben sogar ein Wort dafür, wir nennen das Friedensarbeiter. Also dass die Rüstungskonzerne erstmal auch Konzepte und Friedensarbeiter ausbilden, dass auch, das ist eine gute Idee, dass auch das Militär sich eher auf Friedensarbeiter umschult und so weiter. Und dass die gar nicht mehr mit Waffen in die anderen Länder gehen, sondern nur noch mit Verhandlern und Friedensarbeitern. Am besten ist es natürlich, wenn von vornherein müsste man auch dann beim finanziellen System ansetzen. Und das finanzielle System ist, ne, wenn kein Geld in diese Richtung fließt, dann kann man im Grunde genommen auch keine Waffen kaufen. Ja. Und das Prinzip der Professoren ist folgendes, die denken halt so. Ein Rüstungskonzern ist zunächst mal einfach nur eine Mannschaft von Leuten, die ziemlich effizient, sonst hätten sie auf dem Markt nicht überlebt seit 100 Jahren, ja, sozusagen, ziemlich effizient zusammenarbeiten, koordinieren können. Aber es gibt kein in Stein gemeißeltes Gesetz, dass diese Firmen den Rest ihrer Dauer immer nur Panzer herstellen müssen, also Angriffswerkzeug. Die können auch anderes herstellen und die ganze Firma kann vielleicht am Ende gar keine Waffentechnik mehr herstellen, sondern sie kann sich Stück für Stück umbauen. Entscheidend ist immer nur, dass die Dividenden der Aktionäre ausreichend hoch bleiben und dann die Umstrukturierung und auch alle, die da arbeitslos werden, aufgefangen werden, auch von Staats wegen aufgefangen werden. Da haben wir auch ein Konzept dafür. Ja. Das heißt im Grunde genommen, dass man sagen wird, das Militär, das wird komplett umstrukturiert, ja, oder und vor allen Dingen die Unternehmen wie Rheinmetall zum Beispiel, ja, ja, dass sie keine Waffen herstellen, sondern dass sie zum Beispiel Technik für, ja, Urban Farming oder sowas verkaufen. Mit Metallbau, wo sie Spezialisten sind, irgendwas anderes, ziviles, friedliches herstellen und das wird immer größer und der Waffenanteil wird immer kleiner, denn diese Raketendefensivrüstung, das erschöpft sich ja auch irgendwann, wenn alle Raketen da aufgebaut sind, dann ist diese Arbeit auch beendet. Und dann bis dahin strukturieren die sich um und machen was ganz anderes. Denn am Ende ist es nur eine Mannschaft von Leuten, die Produkte herstellen. Und die sind doch nicht dran gebunden, dass sie lebenslang nur Leopards herstellen, also Angriffspanzer herstellen. Ne? Und das ist die Grundkonzeption. Ich darf nur eins nicht vergessen. Wir haben bei dem einen, trotzdem wir so viel entschädigen und trotzdem wir auch die Arbeitsloswerdenden dann direkt an der Hand nehmen und direkt zum nächsten Job führen, was richtig Geld kostet und so weiter. Wir lassen in Deutschland niemanden mehr allein, erwähne ich jetzt nicht größer. Wir strukturieren das ganze Arbeitsamt rum, dass die Leute hingehen, die Leute an der Hand nehmen und direkt in den nächsten Job bringen und so weiter. Also eine ganz andere Struktur als bisher. Und da ist es dann so, dass trotz all der Entschädigung bleiben so viel Gelder übrig, die können wir dann rüber ins Klima stecken und da können die jungen Leute sagen, okay, wir bringen euch in die Medien, wir bringen euch in die Medien, weil wir haben Medienmacht, Greta Thunberg hat Medienmacht, leider, oder glücklicherweise, wie sie es nennen wollen, jeder so, wie er mag. Und wie ich, Greta Thunberg, bringe euch jetzt in die Medien, dass da über diesen Lösungsansatz diskutiert wird. Ich will aber von euch, dass ihr für Deutschland 900 Milliarden fürs Klima verwendet. Dann sagen wir, okay, das ist ein kleiner Teil dessen, was wir erwirtschaften sozusagen. Und das können wir machen. Ja?
Ja, und das können wir machen. Und das ist so das Realpolitische, denn natürlich versuche ich ständig mit dem Vorzimmer von Frau Merkel und so weiter zu sprechen, aber bei der Politik kommen wir allein nicht weiter. Wir brauchen diesen öffentlichen medialen Druck, den solche Leute wie Greta Thunberg in den Talkshows entfalten können, bei Anne Will, bei Maybrit Illner. Ohne diesen Druck reagiert bei der Politik niemand. Ja, bei Greta Thunberg möchte ich noch dazu sagen, dass es äußerst wichtig ist, dass sie zumindest auch das Bewusstsein dafür erweitert, was eigentlich die Extremwetterverhältnisse hervorruft. Ich persönlich habe sie schon mal angeschrieben diesbezüglich. Und ich denke mal, dass das Bewusstsein über die technische Entwicklung, die bereits eingesetzt wird, dass das erstmal ins Bewusstsein der Menschen kommt, nämlich Geoengineering ist etwas, ne, worüber die meisten noch denken, so wie im Mittelalter, da das gibt es nicht, ne. Früher hat man die Leute dann Ketzer oder Hexen genannt, ne. Aber dass die Menschen wieder anfangen, sich für Technik zu interessieren, tatsächlich, was möglich ist. Und dann ab dem Punkt, wenn man dann sich bewusst ist, ne, was ausgebracht wird, was, wie die Luft verschmutzt wird, und dass man daher geht und dann da ansetzt und halt, wenn eben halt die Militärprogramme in dem Sinne schlecht zu stoppen sind, dass zumindest das Geld eben halt nicht in die Rüstungsindustrie geht, sondern zum Beispiel in eine weiterentwickelte Landwirtschaft, die regionale Landwirtschaft und in eine mehr in Urban Farming ausgerichtete Landwirtschaft. Also ich habe ja natürlich auch immer gehört von Geoengineering und all diesen Dingen, die da diskutiert werden, wobei ich selbst mich da nicht auskenne. Ich bin von Grundberuf Psychoanalytiker, Psychotherapeut, also leider mich nicht auskenne. Aber generell wird es so sein, dass kein Wirtschaftstreibender in unserer Gesellschaft, also keiner, der irgendwie Geschäfte macht oder irgendwie aktiv ist in der Gesellschaft, auch nur eine Sache gewinnen kann mit der Schädigung auf der Grundlage der Schädigung anderer Menschen. Und bisher ist es ja genau umgedreht. Im Moment ist es so, wenn Sie richtig Profit machen müssen, müssen Sie eigentlich immer über Leichen gehen. Egal wo. Und genau diese Umkehr, also in dem Moment, wo ich dann Profit mache, wenn alle meine Kunden nicht krank werden und 127 Jahre alt werden, sagt Professor Sven Völpel, sagt, wir hätten das genetische Material für 127 vierte Jahre sozusagen, dann kommt es dazu, dass eben niemand, dass eigentlich alle anfangen, die Böden zu reinigen, die Umwelt zu entgiften, die Natur zu reinigen. Also wir fangen eigentlich alle an, die Natur wieder sauber zu machen, giftfrei und so weiter. All das, was wir jetzt, was immer Profite gebracht hat, hier noch ein neues Toxin, noch raus in die Welt und so weiter, das wird genau alles zurückgenommen. Die Pharmaindustrie und die chemische Industrie entwickelt Bodenentgiftungsprogramme, Plastik, wie kriegt man das Plastik wieder aus den Körpern der Menschen raus oder solche Fragen, ja. Also es geht nur noch darum, alles zu entgiften. Im Grunde genommen müssen die Subventionen oder die Gelder, die öffentlichen Gelder, die fließen in die private Industrie, nur da in diese Bereiche einfließen, bei denen nachweislich die Umwelt und die Gesundheit verbessert werden. Ja. Ja, genau. Und dann abschließend, also sozusagen so, was halten Sie also abschließend von diesem ganzen Grundansatz, dass wir das sogenannte gute Verhalten in Zukunft fürstlich belohnen wollen und all das, was eigentlich in Wirklichkeit langfristig auf Kosten der Menschen läuft, schädigt, Gesundheit schädigt, Frieden schädigt und so weiter, dass all das einfach immer weniger belohnt wird oder am besten gar nicht mehr dann belohnt wird, sondern nur noch Förderung von Wohlbefinden, Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude und Frieden in der Welt bringt Profite. Was halten Sie von diesem Grundkonzept abschließend? Das ist der richtige Ansatz, weil nur noch so in diese Richtung, ich würde mal sagen, dass das wäre eine weitere Evolution der Menschheit. Das ist der nächste Schritt eben halt, der vielleicht jetzt erstmal durch diese extreme andere Entwicklung
gefördert wird, dieses Umdenken. Genau richtig. Das ist der nächste Schritt in der Evolution der Menschheit. Jetzt haben wir 400.000 Jahre alles kaputt gemacht. Und jetzt fangen wir an, die nächsten 400.000 Jahre alles zu reparieren und alles wieder gesund und glücklich zu machen. Das Wesentliche ist allerdings, dass das Bewusstsein da ist, dass der größte Teil der Menschheit gar nicht die Umwelt so extrem schädigt. Es sind einige wenige. Die sind die Besitzer der Industrien, der großen Firmen. Und wenn man sich bewusst wird, dass die ganzen Umweltschäden und die Probleme, die wir heute haben, auf einem Belohnungssystem aufgebaut ist von einigen wenigen, und da ansetzt, dass diese wenigen eben halt nur ihre Profit machen können, wenn sie eben halt sich für den Erhalt der Umwelt einsetzen, für das Wohlbefinden. Und natürlich, das kann man natürlich dadurch steuern, dass auch wir als Konsumenten nur die Produkte kaufen, die tatsächlich dann unser Wohlbefinden fördern. Aber der einzelne Mensch hat einfach das Problem, dass er bei den 1000 Sachen, die er in einer Woche isst, schlecht analysieren kann, welches davon bremst mein Wohlbefinden und welches fördert. Aber über große Zahlen mit dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden können wir rausfiltern, können wir rauskriegen, welche, ob Nestle, also die Produkte von Nestle, eher generell die Gesundheit der Leute beeinträchtigen oder nicht. Das kann man nämlich nur über große Zahlen rausfinden. Und das wollen wir machen, ja. Und dadurch können wir Nestle dazu bringen, dass sie sagen, okay, in Zukunft nur noch gesunde Produkte. Und weil wir am Ende kontrolliert werden, also unser Endergebnis wird kontrolliert. Es reicht nicht mehr, wenn wir sagen Actimel oder so. Ich weiß nicht, ob das von Nestle oder Danone ist oder sonst wie. Auf jeden Fall, es reicht nicht mehr zu behaupten, dass etwas gesund sei, sondern es wird am Endergebnis gemessen, was es mit den Menschen macht, tatsächlich. Und davon hängen in Zukunft unsere Profite ab. Also müssen wir unseren ganzen Firmenkurs einfach einmal umdrehen. Okay, dem stimme ich vollkommen zu. Danke.